وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Und nicht nicht das Ausmaß einer Dharra. Al-Dharra ist die Ameise. Das Wort Al-Dharra wurde verwendet damals für das Kleinste, was man sich vorstellen konnte. Deswegen, wenn man von der Dharra redet, dann meint man das Allerkleinste, was du dir vorstellen kannst oder was du kennst. Und das war bei ihnen damals in etwa eine Ameise. Meshi. Deswegen, das Wort Dharra wird übersetzt als Ameise. Heute verwenden sie das für Atome. In der Rangsprache nennt man das Atom heute Dharra. Und deswegen ist es nicht korrekt zu sagen, der Koran hat Atome erwähnt, ja, weil man das Wort Dharra liest im Koran. Aus welchem Grund? Dharra heißt doch auch Atom. Also kann man nicht sagen, der Koran hat Atome erwähnt. Das geht natürlich nicht, weil die Atome wurden erst später Dharra genannt. Man hat das gleiche Wort sozusagen auf eine neue, auf etwas Neues übertragen, wegen einer Ähnlichkeit. Meshi. Und deswegen vieles von dem, was yani manche Leute hören nur phonetische Ähnlichkeiten. Es sind nicht mal die gleichen Begriffe, nur phonetische Ähnlichkeiten, das heißt im Klang, ja. Und dann meinen sie, das müsste im Koran, wo du Coca-Cola erwähnt oder Corona, da gab es auch letztens ein Ahlakna al-Quruna, Corona, Al-Qurun, ja, die Generationen, wir haben Generationen schon vor ihnen zugrunde gerichtet. Al-Qurun heißt Generation, Mehrzahl von Qarn. Und das hört sich ein bisschen an wie Corona. Wobei der Text weder vorne noch hinten irgendwas damit zu tun hat. Und sowas ist natürlich, ja, das ist wirklich, was soll man dazu sagen? Also wenn jemand seinen Iman auf solche Sachen baut, der schwebt auf dünnem Eis.